muss ganz ehrlich sagen, ich kenne nichts davon. Erzähl mir, was ist Tom of Finland? Also Tom of Finland ist ein alter Künstler aus Finnland, ist leider schon tot, war ganz groß in den 60er, 70er, 80ern und hat diese etwas hypermännlichen, realistischen Bilder gemalt. Daraus kam dieser Wodka auch. Das sind auch finnische Hersteller, die haben sich diesen Sujets bedient. Und wir feiern so ein bisschen eine Reinventation dieses Künstlers über den Wodka. Also ein ganz bekannter Künstler aus Amerika, in Amerika gestorben, hat die Schwulenszene extrem beeinflusst. Da hier zum Beispiel heißt immer, ey, es ist Freddie Mercury. Es ist nicht Freddie Mercury, aber Freddie Mercury hat sich genau an diesem Bild orientiert und hat damals in den 70ern seinen Change gemacht. Und deswegen sah er so aus, wie er dann aussah. Das ist cool. Und jetzt seid ihr hier, um den Wodka quasi zu präsentieren und vorzustellen? Korrekt. Es gibt ein Tasting, kannst du probieren. Ist ein super Wodka. Ich will. Organic. Ja, also organischen Weizen, organischen Roggen, das heißt fünfmal destillieren auch, super smooth, kannst du warm trinken, brennt nicht. Ich würde mir sagen, dass je öfter Wodka destilliert wird oder gebrannt wird, desto weicher wird er. Ja, fünfmal destilliert ist der, ja. Lass mich probieren. Okay. Okay, so. Also, trinke ich auch ein Mädchen. Siehst du, also wenn ich hier gleich unter der Theke liege, dann weiß ich Bescheid. Cheers. Der brennt überhaupt nicht. Ja, sag ich doch. Der brennt ja gar nicht. Komm später nochmal. Das ist der perfekte Verführungswodka. Da kannst du jemanden so viel von einflößen, dass er irgendwann freiwillig mitgeht. Du vielleicht. Finde ich cool. Danke dir.